Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, spannungsgeladenen und actionreichen Folge hier bei Pokémon Revolution Online aus dem wunderschönen Pokémon Center von Fortui City. Warum stehe ich hier und nicht auf der Route, wo ich mich das letzte Mal ausgeloggt habe? Ich habe offscreen ein bisschen trainiert, wie man sieht, und da habe ich etwas gefangen, was ich kurz mal zeigen wollte. Und zwar diese beiden Membership-Pokémon. Und zwar zweimal Trubbish. Ich glaube, das ist die Vorentwicklung von Unratütox. Oder ist es vielleicht sogar Unratütox? Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall Membership-Pokémon. Zwei Stück, die ich mir hier gefangen habe, sind mir so zufällig über den Weg gelaufen. Und dann habe ich mir noch diesen Fisch hier gefangen. Kann man machen. Und, gut, ich würde sagen, ich gehe mal ran vor die Tür. Und wie man sieht, habe ich ein klitzekleines bisschen trainiert hier und da ist ein Levelchen dazugekommen. Was natürlich besonders heraussticht, ist, dass mein Trassler kein Trassler mehr ist, sondern ein Kirlia mittlerweile auf Level 21. Und mein Knilz ist mittlerweile ein Kapilz auf Level 31. Und falls euch fragt, wieso es vergiftet ist, das hat den Grund, dass mein Kapilz die Fähigkeit Poison Heal hat. Das heißt, wenn es vergiftet ist, wird es geheilt, anstatt dass es Schaden durch das Gift kriegt. Und das zusammen mit Leftover, Leech Seed und Mega Drain ist eine Vierfachheilung jede Runde, die einfach nur reinhaut. Also die Gegner verzweifeln anscheinend an meinem Kapilz. Ich glaube, das könnte noch ganz cool werden. So, nun beeile ich mich aber, dass ich wieder zu dem Ausgangspunkt zurückkomme. Das dürfte ja nicht sonderlich weit sein. Ich aktiviere mal einen Super Repel. So, dann geht das Ganze auch ein klein wenig schneller. So. So, hier waren wir das letzte Mal stehen geblieben auf der Route 120 und ich glaube, links könnte es jetzt weiter zur Safari-Zone gehen. Hier haben wir auf jeden Fall einen Birdkeeper. Schauen wir uns doch hier mal um. Oh mein Gott. Was für Level haben die denn hier so? Das sieht ja schon mal recht interessant aus. Ich werde natürlich erstmal mein Shelgon jetzt erstmal ein bisschen weiter trainieren, weil ich möchte natürlich zeitnah ein brutaler Lander haben. Kirlia und Kapilz werde ich offscreen ein bisschen weiter trainieren. Vielleicht hier auch schon mal hier und da einsetzen. Das könnte natürlich durchaus der Fall sein. So, bitte zieh mehr als die Hälfte ab und paralysiert. Sehr gut. Das ist doch fast schon wieder ein Level Up für Shelgon. Das gefällt mir. Ich komme immer ins Mikro, Mann. Steht aber richtig. So, gehen wir mal hier weiter hoch. Ich wollte noch ein bisschen Heilung kaufen. Wie ich sehe, habe ich das nicht sonderlich gemacht. Naja, das kann ja was werden. Ein bisschen, das dürfte mir nicht wirklich viel Schaden machen. Natürlich flinche ich, wie könnte es auch anders sein? So,
So, hätten wir den guten Kollegen auch umgeklotzt. Jennifer zieht hier ihre Kreise. Soll das hier schon die Safari-Zone sein oder ist es noch quasi der Vorposten? Es sieht mir so nach einem Vorposten aus. Wir warten mal auf die gute Jennifer. Oh mein Gott, sie hat uns gesehen. Hui. Ein Zubiris, was erstmal schön paralysiert wurde, das gefällt mir. So, hätten wir dich auch erledigt. Soll das die Route zur Safari-Zone sein oder wo bin ich gerade? Hier steht was von der Höhlen-Safari-Zone, ja. Während mich ein wildes Lira-Plan angreift. Bin ich hier richtig? Ich komme nicht durch. Wollen wir jetzt verarschen? Das ist ein Scherz, wieso komme ich nicht? Das ist jetzt ein Witz. Ich muss nochmal dieses Gebiet verlassen, weil die steht da jetzt so ungünstig, dass ich... Okay, machen wir es am besten mal hier. Ja gut, dann müssen wir erstmal an dem Typen vorbei. Hi. Route 121. Ja. Okay, hier geht es tatsächlich weiter. Der Typ möchte nicht kämpfen. Gut, dann geht es hier tatsächlich zur Safari-Zone. Da das Gebiet nun reset ist, dürfte ich hier auch nicht mehr weiterkommen. Ja, Duflor, das ist sehr schön. Du kannst ein bisschen weiter sabbern, aber bitte woanders. So, hä? Ist ja nichts. Kann ich verarschen? Hä? Wieso? Moment, wieso kann sie da durch, aber ich nicht? Lol. Ein beschissenes Keklion. Du warst das. Deswegen kam ich eben nicht durch. Freundchen, ich glaube, es geht los. Dieses Keklion werde ich erstmal schön aus dem Weg räumen. Hä, aber wo geht's denn dann hier bitte zur Safari-Zone? Hier soll die Safari-Zone sein. Ich gehe mal weiter. Tja, ist der Eingang vielleicht hier irgendwo? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kämpfe erstmal. Wir haben es also gern ein bisschen gruselig, wie ich sehe. Also ein Witz. Und wieder in der Blabber. Es könnte vielleicht sogar schon sein, wenn es gut läuft, dass wir in der nächsten Folge einen Bruder Lander bekommen. Das wäre natürlich sensationell. Bruder Lander. Bruder Lander. Natürlich. Meine Güte, ich habe auch Pech mit den Rolls. Shelburne, du machst das super. Du trainierst dich richtig gut hoch.
Was gibt es denn hier so Schönes? Ja. Ach, hier ist die, okay. Die sieht so aus, als gibt es hier irgendwie was. Okay. Hier ist also die Höhlen-Safari-Zone, gut zu wissen. Was? Ich wollte nicht. Ey, hallo? Hallo? Okay, du hast es nicht anders gewollt. Dann mach ich dich platt. Hier könnten wir theoretisch die Runde jetzt machen. Also einmal hier so unten rum. Ja, ich weiß, diese beiden Wasserrouten hier muss ich auch noch machen. Die habe ich natürlich nicht vergessen. Nochmal einen Gentleman. Und hier war ich eben genau. Hier würde es dann weitergehen. Sowohl hier als auch hier. Okay. Gentleman, möchtest du kämpfen? Dann nehme ich dich vorher noch mit. Critical Hit. Level 46 wird es vielleicht sogar diese Folge, was ich wage. Ich bezweifle es ein bisschen, aber okay. So, ihr Spacken. Okay, ich soll hier lang. Ich soll hier unten lang. Ich soll erst den Kreis hier machen, damit ich hieran vorbeikomme, weil da geht die Story weiter. Bevor ich da runtergehe, was zum Henker macht ihr beiden hier? Könnt ihr mir doch mal verraten, was ihr bei mir macht? Das war ein Crit, Freunde. Das war ein Crit. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich versuche es mal hiermit. Und das nächste Level Up, Level 47. Meine Güte, Alter, Schelber, du legst auch heute richtig los. Schlecht. Möchtest du auch noch kämpfen? Was immer ihr beiden hier macht, ich weiß es nicht. Was ist das denn? Wollt mich verarschen? Was ist das? Erstmal paralysiert. Finde ich gut. Hypnose. Ach komm, ey, ernsthaft jetzt. Ich muss sowieso eine Beere einsetzen, macht nichts. Sucker Punch. No. Welche Beere war es denn, die ich. Hier. Nehmen wir mal die. Du machst doch bestimmt wieder Sucker Punch, oder? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt darfst du es machen.
fragst, was macht ihr hier? Ist hier irgendwie ein verstecktes Item oder so? Oder was genau macht ihr hier? Das sieht mir leicht nach einem Labyrinth aus. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Pikachu, natürlich doch. Warum auch nicht? Füttert mein Shelgon. Füttert es. Auch ernsthaft, paralysierst du mich jetzt wirklich? So, hier komme ich nicht weiter. Da oben geht es weiter. Da. Das heißt, ich werde natürlich erstmal hier vorbeischauen. Paralyse. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Hatte ich nicht eben noch hier irgendwie Paraheiler gesehen? Ich meine schon. Erstmal benutze ich hiervon noch was. Dann geben wir dir mal so eine Beere. Ansonsten kannst du noch ein paar hiervon fressen. Das schadet ja nicht. Oh, ich muss dringend irgendwie Tränke kaufen. Ist mir schon während des Offscreen-Trainings eingefallen. Ich habe, glaube ich, sogar ein paar gekauft, aber halt nicht allzu viele. Komm, die mache ich gerade noch weg, bevor ich mich hier mal ein bisschen umsehe. Ein Kecleon, natürlich. Und ein weiteres wunderschönes Level-Up. Oh, es könnte vielleicht doch noch was werden, diese Folge. Ich bin gespannt. Was bist du denn? Auf diese Paralyse ist aber auch wirklich gut Verlass. Jetzt bin ich auch wieder paralysiert. Natürlich. Natürlich bin ich voll paralyzed. So, hier haben wir doch bestimmt. Ja, hier sehe ich doch schon was. Ein Nugget, jawohl. Nugget. So, dann kriegst du noch eine hiervon. Ich glaube, den Hypertrank hast du dir auch verdient. Gut. Schauen wir mal weiter. Mai versperrt uns mal wieder den Weg. Ich bin theoretisch in der nächsten Stadt, aber Mai versperrt uns den Weg. Ach Mai. Ich glaube, gegen Mai sollen wir noch nicht wirklich kämpfen. Wir könnten es zwar vielleicht jetzt machen, aber ich glaube, wir sollen es noch nicht. Ich würde sagen, ich mache erstmal die Runde. Wobei, rein theoretisch, bevor ich die Runde mache, wäre es eigentlich sinnvoll, wenn ich mich ein bisschen mit Tränken eindecke. Das heißt, ich muss an Mai wohl oder übel vorbei. Ja.
Mai. Ja. Ach Mai, warum, ey? Warum tust du dir das an? Ja, es ist absolut unmöglich, dass du verlierst. Deswegen verpasse ich dir auch hier erstmal direkt einen One-Hit. Mai, bitte, lass es doch einfach. Du hast keine Chance. Ihr nächster One-Hit. Gib's doch auf. Es hat keinen Sinn, du bist einfach scheiße. Sag doch mal ehrlich. Ach Gottchen. Glaubst du echt, dass dieser Klopper jetzt die einzigste Möglichkeit ist, wie du gewinnst? Wow. Wow, unter Wasser, wow. Ja, das macht unglaublich viel Schaden. Danke für das Level Up. Ja, du machst jetzt sicherlich eine Pflanzenattacke. Ganz ehrlich, ich probiere es einfach. Wieso machst du keine Pflanzenattacke? Bist du doof? Ja, gut. Ganz ehrlich, selber schuld. Ciao. Und ein Freeze. Ja. Könntest du jetzt bitte. Dankeschön. So, erstmal ein bisschen hier grob umgucken. Hier war das Hafengebiet, wie es aussieht. Was haben wir hier noch? Hier ist doch irgendwas Besonderes. Eieieiei. Leuchtturm? Kann man aber nicht rein. Okay, es geht hier nach rechts weiter, es geht hier aber auch nach unten weiter. Eigentlich dürfte es das gar nicht. Ah, dann viele Beeren. Die Stadt ist ganz schön groß, möchte ich mal gerade anmerken. Boah, Alter, was ist denn hier? What the fucking hell ist hier denn los, ey? Ich glaube, die Runde machen wir erst in der nächsten Folge. Ich glaube, wir werden hier erstmal ein bisschen erkunden. Also die Runde hier. Erstmal ins Pokémon Center. Oh, shit. Es war so klar, dass ich das irgendwann vergeige. Ich habe. Moment, war ich zwischendurch im Pokémon Center? Muss ja. Die Vergiftung von meinem Kapilz ist weg. Verdammt, Kapilz heile ich eigentlich nicht in meinem Pokémon Center. Ich muss. Hä, wann war ich denn im Pokémon Center? Ganz am Anfang oder was? Ja, gut, da muss ich Kapilz offscreen nochmal vergiften. Normalerweise lasse ich das Gift immer. Gut, ich würde sagen, dann werden wir in dieser Folge noch die Stadt hier erkunden. Und in der nächsten Folge machen wir dann hier die Kurve zu Ende und schauen mal bei dem Berg vorbei. Guten Tag. Das ist schön. Ja, Blub 55, das ist richtig, ja. Ja, das ist super vergesslich. Kann ich ein bisschen lesen vielleicht? Das wäre äußerst nett. Bettler Travis. Alles cool, alles cool. Tü, tü, tü.
Tütü. Nein, ich möchte nicht handeln. So, hier haben wir noch den guten George. Department Store. Vielleicht sollte ich auch mal vorbeischauen, wenn da alle geilen Leute abhängen. So, wie komme ich denn? Achso, ich kann einfach rübergehen. Okay, was ist das hier? Schönen guten Tag, darf ich rein? Okay, das Gebäude ist noch in der Konstruktion, es ist noch nicht fertig. Dann will ich natürlich nicht stören. Was haben wir hier denn? Sailor Lulu. Nee, zu der Vulkan Island würde ich gerne hin, aber darf ich noch nicht. Was ist mit dir? Okay, nur Höhenchampion can use it, genauso wie ihn hier übrigens. Gut. Schauen wir erstmal hier rein. Dr. Clark. Lol, Clark kennt. Ernsthaft jetzt? Oh mein... Oh, bitte. Oh, diese Wortwitze in meinen Pro, das ist echt, ey. Clark kennt. Kennt natürlich. Luigi, Mario, Clark kennt. Ach ja. Diese Troller immer. Herrlich. Bruce und Ray. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Oh bitte. Oh, ich kriege vielleicht Kopfschmerzen. Bruce, Wayne, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ein Batman, ja, komm, geh auf die Eier. Oh, Gottes Willen, ey. Oh. So, konnte ich hier... Hier war der Leuchtturm, wo ich nicht rein konnte, okay. Ich glaube, so mega viel zum Erkunden gibt es hier gar nicht, außer Trolls. Hi. Und was ist hier dann drin? Das Ding ist jetzt einfach leer. Okay, sie sind umgezogen. Zum geilen Department Store, wovon alle schwärmen. Machen wir erstmal die beiden kleinen Häuser hier. So, gucken wir uns mal das andere kleine Häuschen an. Vom Zorn. Was ist das denn hier? Soll das Kissen sein? Pokémon-Sitzkissen? Cool. Ich will auch eins. Ich will umgehen ein Pokémon-Sitzkissen. So, was ist das hier? Ist das dieser geile Department Store? Ach du Heilige. Ach du Heilige, what the fucking hell? Okay, vielleicht dauert das Erkunden doch noch ein bisschen länger. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Team Aqua und Team Magma, das sind Spasses, die können sowieso nichts. Nein, ich kann mit Lee nicht reden. Ich kann mit Lee nicht reden, es geht einfach nicht.
Ja. Das ist eine super Idee. Okay, ich wollte schon sagen. Ja, ich weiß. Lottery Door. Shooter. Ja, da muss schon Item Buyer. Hi, Item. Hariyama, würdest du bitte? Hariyama. Mein Gott. Beeren. Ich würde gerne. Ach, ich verkaufe dir nichts. Vielleicht später. Jetzt bin ich aber gespannt. Information. Kann ich irgendwas lesen? Okay, tatsächlich. Jetzt bin ich aber gespannt. Richard, komm her, ich hab was für dich. Richard. Ja, okay, vielleicht habe ich ja doch nichts. So. Potions könnte ich ein bisschen gebrauchen. Ich könnte ein paar Super Potions gebrauchen. So ein paar mittlere wären gar nicht mal so verkehrt. Gib mal so 15 Stück. Dankeschön. Ein paar Hyper Potions können wir ja auch mal wieder gebrauchen. So 10 Stück wären eigentlich nicht, gar nicht mal so schlecht. Ich kaufe mal einen, auch wenn ich dann unter die 100.000er Marke wieder falle. So, hast du noch was? Was ist das? Achso. Okay. Schon nach merkwürdigen Mülleimern. Schönen Tag. Was haben wir denn hier? Flöktor. Sleep Talk. Hyper Beam. Mann. Ach du Heiliger. Dick. Ich hätte gerne einmal Dick. Da nehme ich mal eine von. Shadow Ball. Blizzard. Endlich mal was Entspanntes machen im Pool. Das wurde auch mal wieder Zeit. Brauche ich was? Ich glaube, ich brauche aktuell keinen Stein. Schon wieder einer, mit dem ich nicht reden kann. Ja, IV-Training, das kommt auf mich auch noch alles zu. Nicht. Hier geht es, glaube ich, aufs Dach, oder? Lisa, spring nicht! Nein! Kann ich mir wieder was Geiles rausziehen? Nice! Limonaden! Komm, erstmal 25 Limonaden ziehen. Zack, ich hab's ja. So, mit meinem restlichen Geld soll ich auch ein bisschen sparsam sein. Das wird hier noch ein bisschen teurer in Höhen.
habe ich so das Gefühl. Aber unsere Shopping-Tour ist erstmal zu Ende. So. Ich wollte schon sagen, ich bin gefangen. Hilfe. Gute Erdkugel. So, als nächstes würde ich gerne mal hier rein. Altaria. Das ist schon ein cooler Effekt. Ein Motel. Kann ich hier ein bisschen was klauen in diesem Motel? Oh, hier ist ein Bossgegner. Hier ist ein Bossgegner. Habe ich glaube ich nicht. Kämpft die nur gegen uns, wenn wir diesen Pokémon haben? Von der Nova Region. Das ist die fünfte Gen, glaube ich. Nova ist glaube ich die fünfte. Also dauert noch ein bisschen, bis das hier implementiert ist. Naja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, dann fehlt eigentlich nur noch ein Gebäude und dann haben wir die Stadt hier fertig erkundet. Und ich glaube, ich habe so eine Ahnung, was das hier ist. Moment. Ah, okay, ich glaube, ich habe doch keine Ahnung, was das hier ist. Wo ist das denn, was ich meine? Ist das denn irgendwo hier? Ein Museum, okay, ich dachte, das hier wäre was anderes. Ja, genau sowas hatte ich hier im Sinn. Mal gucken, wann das noch kommt. Ja, ja, eine Rakete werden wir auch bald doch benutzen. Hide and Seek? Hast du Bock beim Hide and Seek Event mitzumachen? Zarel macht doch bestimmt irgendwann wieder eins, habe ich gehört. Da kannst du gerne mitmachen. Alter Faller! Steht hier überall was drauf? Cool, dass überall was draufsteht. Ja, genau. Versteckt euch beide mal, dann wird das Spiel nie enden. Okay, dann wird tatsächlich fertig mit der Stadt. So, dann würde ich sagen, gehe ich nochmal abschließend ins Pokémon Center. Ihr werdet natürlich nicht vergessen, mein Kapilz wieder vergiften zu lassen gegen ein wildes Pokémon. Da werde ich schon was finden. Kapilz muss immer schön vergiftet bleiben. Das ist wichtig für die Vierfachheilung. Bevor wir hier aber auf die Hohe See hinaus fahren, machen wir hier noch die Kurve zu Ende. Vielleicht mache ich dann vorher auch noch diese beiden Routen. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall nächstes Ziel Mount Pi. Ja, darf ich mich vielleicht noch richtig hinstellen? Das wäre sehr, sehr freundlich. Das ist jetzt ein ziemlich abrupter Abschluss. Ja, okay.
Ja gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Ich wollte sowieso jetzt die Folge beenden, auch wenn ich mich eigentlich noch richtig hinstellen wollen würde gerne. Das muss ich dann aber offscreen machen. Ja, wir haben uns zur nächsten Stadt vorgekämpft, haben auch schon mal theoretisch die Safari-Zone gesehen, haben die Stadt komplett erkundet, haben ein bisschen eingekauft und in der nächsten Folge werden wir dann mal die Kurve zu Ende machen und zum Mount Pyre oder wie der hieß. Rüberschippern, dann machen wir eventuell die beiden Wasserrouten, die wir ausgelassen haben. Und zu guter Letzt geht es dann raus aufs Hohe Meer, weil in der Stadt gibt es ja keine Arena. Wir sind hier quasi also schon fertig. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, bis dann. Ciao.